Jetzt. Hallo, ich bin die Lilly von Jotland. Und hallo, ich bin der Ralf von Jotland. Herzlich willkommen in unserer Jotte. Heute wollen wir zum ersten Mal auf eine marokkanische Tagine kochen, hier auf dem Lagerfeuer. Das Feuer glust gerade noch so ein bisschen vor sich hin, aber das kommt jetzt dann gleich. Und diese Tagine, das ist im Grunde das traditionelle Kochgeschirr in Marokko. Eine tönerne Schale mit einem kegelförmigen Kopf. Die Funktion ist die, dass das Gare relativ schonend stattfindet hier bei geringer Hitze. Weil wenn ich diesen Deckel da drauf habe und diese kleine Kuhle hier oben drin mit Wasser gefüllt habe, dann tut der Dampf, der aufsteigt, der kondensiert am Trichter und tropft wieder zurück auf die Mahlzeit. Das heißt, es ist eine sehr schonende, vitaminschonende Zubereitungsweise. Und wie wir jetzt damit auf dem Lagerfeuer kochen können, das probieren wir einfach aus. Aber zuerst müssen wir die Schale, die haben wir jetzt eine halbe Stunde im Wasser liegen gehabt, dass sie richtig vollgesogen ist, weil sie ist neu. Und die müssen wir jetzt zuerst mit Olivenöl einstreichen, damit sie ein bisschen imprägniert wird. Das macht man die ersten paar Mal, immer wässern, immer mit Olivenöl einstreichen. Und irgendwann kriegt sie so eine Patina, die Tonschüssel dann imprägniert. Und dann braucht man sie nicht mehr. Dann kann man sie direkt so verwenden auch. Und dann trocknet. So, während die Lilly jetzt die Zwiebeln klein schneidet, tue ich schon mal die Hähnchenteile in der Tagine durch die anbraten, so dass sie von alle Seiten schon mal schön gut angebraten sind. Dazu muss die Pfanne relativ heiß sein. Wir haben jetzt hier für drei Heringe im Feuer eingeschlagen. Dann setzen wir die Tagine jetzt einfach oben drauf. Olivenöl ist vorhin vom Einschmieren noch genug drin. Und dann machen wir die jetzt einfach mal richtig heiß. Und wenn sie heiß ist, kommen die wieder da rein. Ich glaube, mittlerweile ist die Pfanne auch heiß genug, dass man die Teile hier reinmachen können. Thank you.
Wir schneiden jetzt da Paprika klein, wir schneiden die Pfefferminze klein, wir schneiden den Kürbis nachher noch klein und das schichten wir dann alles. Also nochmal vorne. Also wir schneiden jetzt da Paprika klein, wir schneiden die Petersilie klein und da Kürbis schälen wir nachher, schneiden klein und schichten das alles noch hier in die Taschine mit rein. Das Ganze wird nachher abgelöscht mit Apfelsaft und muss dann 20 Minuten weiter garen. Nehmen wir den Kürbis, hat mir so ein Messer. Schneiden wir schon für ein hier. Wieso ist das so orange? Und so klein. Deswegen heißt der Butternuss. Der ist viel kleiner wie die anderen. Mhm. So, jetzt machen wir die Schale wieder hier drauf. Fleisch unter drin, das angebraten war, haben das Gemüse klein geschnitten, haben es drüber geschichtet. Salz und Pfeffer sind schon dran. Und jetzt machen wir noch von der Nelke, Billy. Jetzt machen wir von der Nelke noch zwei, drei da rein. Und von dem Kardamom machen wir ein bisschen rein. Kardamom da drüber. So. Und gerade zwei, drei Nelke noch mit drauf. Ja. Und jetzt muss das Ganze einfach noch 20 Minuten so vor sich hinköcheln. Dazu nehmen wir jetzt den Topf von der Tagine, den Deckel von der Tagine, und setzen den noch drauf. So. Jetzt ist es so und jetzt schmort es dann so im eigenen Saft. So, unsere Tagine mit Hühnchen und Butternusskürbis, die ist jetzt dann auch so langsam fertig. Wir freuen uns, dass ihr zugeguckt habt. Hat uns wieder Spaß gemacht, oder? Ganz Spaß gemacht? Ja. Ja. Und wir haben uns jetzt noch, was haben wir hier noch? Da haben wir uns jetzt noch einen Hefeteig. Daraus, was machen wir da draus? Wäckchen. Da machen wir uns jetzt noch Wäckchen, kleine Fladebrote als Beilage. Und dann sagen wir euch alle einen guten Appetit. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer, wenn ihr reinguckt. Abonniert einfach unseren Kanal auf YouTube und ihr seid immer informiert, was es Neues bei uns gibt. Seid immer die Erste, die unsere Videos angucken können. Und bis dahin sage ich mir tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann. Eure Lili und der Ralf von Jodeland. Haben wir gut gemacht? Ja. Ja, prima.